Viel Vergnügen, wir sind unterwegs auf Twitch. Ich zeige euch Old World. Viel Spaß euch allen. Wir haben gerade die Wolkenweide gegründet. Ja, so heißt diese Stadt. Umwerfend, was die Entwickler für Namen im Pool haben. Sensationell. Bulopolis und die Wolkenweide sind hier vorne. Und wir beenden das Jahr einmal. Wir behalten diesmal keine Befehlspunkte übrig. Und eine Runde weiter, bitte. Ich frage mich, wann unsere ersten Kinder kommen und Kindeskinder demnächst. Unsere Gemahlin kann ihren Kummer nicht vergessen und ist auch wütend. Sie sah eine verbitterte Person. Worüber ist sie denn wütend, Leute? Ist irgendwas passiert? Ist irgendjemand gestorben? Nein. Hat irgendjemand ihr Leid angetan? Auch nicht. Wir haben sie gerade geheiratet. Ist sie darüber verbittert? Das nagt gerade an mein Selbstbewusstsein. Verbittert sein ist echt doof. Verbittert bedeutet, dass alle, dass sie, ich glaube, sie genießt weniger Ansehen bei anderen. Also alle anderen, bei allen anderen genießt sie weniger Ansehen, weil alle anderen sie doof finden. Ich glaube, so rum funktioniert das. Ich glaube, so rum funktioniert das. Und dadurch, ach schaut mal, weil sie ja so eine wichtige Rolle spielt bei uns im Reich, verliert sie einen Teil ihrer Eigenschaften und ihre Bonusse, die sie uns gibt. Und gibt uns global etwas weniger Stadtkapital. Unsere Schleuderer, insgesamt, alle unsere Schleuderer kämpfen geringfügig schwächer. Ach, das ist ja total traurig hier. Nein! Vielleicht ist sie deshalb verbittert. Während die Gesetze des Hofes dem Volke vorgelesen werden, herrscht am Hofe selbst Feierstimmung und Heiterkeit. Hey, Weib, lächle doch mal. Ich glaube deshalb. Der hat die wahrscheinlich an irgendeinem Tag, an dem sie mit dem falschen Fuße aufgestanden war, hat er es wahrscheinlich, feinfühlig wie er ist, der Kollege Kyros, ihr zugerufen. Lächle doch mal, Frauen müssen lächeln können. Und wahrscheinlich ist sie deshalb verbittert. Weil sie keinen Bock auf Lächeln hat. Aber das kann ich mir nicht interpretieren. Krass hier. Einer der Hofgelehrten erhebt sich und setzt so eine Rede an. Eine Zivilisation ist kein statisches Konstrukt. Es ist vielmehr ein dynamisches Gebilde, dessen Antlitz von den Menschen geformt wird, die diese Zivilisation bilden. Die Gesetze von Persien haben nun eine erste Form erhalten und zeichnen ein Bild unserer Zukunft. Gelobt sei König Kyros, der Siedler, er lebe hoch, er lebe hoch, er lebe hoch. Er denkt über eure persönliche Zukunft nach und fühlt, wie der Ehrgeiz in euch erwacht. Wie wollt ihr die junge Nation prägen als Kyros? Meinen wir, dass die Arbeiter das Rückgrat eines jeden Landes sind? Das bedeutet, dass wir diese Ambition starten. Das heißt, ihr erinnert euch, es gibt den Ambitionssieg, den können nur wir als menschliche Fraktion, von einem Menschen angeführte Fraktion haben. Wenn wir 10 Ambitionen erfolgreich abgeschlossen haben, uns also im Laufe der Partie 10 Ziele gesetzt haben und die auch erreicht haben, haben wir die Partie gewonnen, egal wie gut oder schlecht sonst alles gelaufen ist. Sofern wir noch am Leben sind. Wir können also diese Ambition starten, 5 Arbeiter zu haben. Die finde ich leicht erreichbar. Die passt auch ganz gut. Dann können wir erreichen, 6 Bauernhöfe kontrollieren. Wir haben schon deren 3. Wir brauchen landwirtschaftliche Betriebe, unserem Volk zu ernähren. Oder Forschung und Reflexion werden uns den Weg weisen. Wir müssen 6 Technologien entdecken. Und, oh Gott, da werden die... Das ist ja komisch. Da werden die Alten gar nicht mitgezählt. Nur die, die ab jetzt kommen. Und die eine, die wir schon haben, zählt gar nicht mit. Wie doof. Und dann haben wir da drunter noch irgendwas anderes. Nein, 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 nein. Also ich finde, die 5 Arbeiter, die werden wir in Kürze haben. 5 Arbeiter. Ja? Wir tun mal so, als wäre Demokratie. Bitte alle mal kurz die Hand hochheben, die bei Chatmonjetto Space vorher die Stimmkarten gekauft haben, auf denen aufgedruckte draufsteht, ich bin für WB und für die 5 Arbeiter. Ja? Kauf einer vorgedruckten Stimmkarte bringt uns 20 Gold für die Kasse
und zaubert mir ein Lächeln in mein Gesicht hinein und gibt euch das gute Gefühl, etwas beigetragen zu haben hier. Bitte die vorgedruckten Stimmkarten, auf denen draufsteht, ich bin für WB, jetzt bei den Chatmods kaufen, danke. Sehr schön, einstimmiges Erlebnis und ein einsilbiges Erlebnis und ein einstimmiges Ergebnis hier. Wir sind für die fünf Arbeiter hier. Und die Ambition, die ist immer rechts lesbar hier. Danke, dass ihr das gemacht habt hier. Sorcerer, danke, dass du so gut vorangeschritten bist hier. Jetzt ziehen wir erstmal alle anderen. Hier haben wir in zwei Runden einen Kundschafter. Hier vorne in fünf Runden einen Arbeiter. Wir ziehen erstmal mit den Scouts noch weiter in der Gegend rum. Hier können wir Kultur uns holen. Für Wolkenweide. Ah, hier vorne haben wir noch einen Stamm des Küten entdeckt. Okay. Wir geben einen Aktionspunkt aus, um 15 Punkte, Kulturpunkte, in Wolkenweide zu sammeln. Und ich zeige euch mal, warum das so cool ist. Wir generieren immer um die 0 Kulturpunkte pro Runde dort. Und wenn wir 100 haben, sind wir nicht mehr unbedeutend, sondern eine Kulturstufe weiter oben und bekommen auch einen Siegpunkt mehr. Wir können kühlere Gebäude und coolere Modernisierung bauen. Dann könnten wir hier hinziehen, in der gleichen Runde, in derselben Runde. Wir sammeln einmal Edelsteine. Nochmal 15, jetzt haben wir da schon 30 von 100 Kulturpunkten, die wir brauchen. Das Geländefeld aufgedeckt zu haben, ist cool. Wir haben noch 9 Befehlspunkte. Und weil Kyros mittlerweile immer berühmter wird, haben wir auch immer mehr Befehlspunkte pro Runde hier. Ja, ziehen wir nach rechts. Also das ist, sieht alles doof aus, eher nach Wüste. Da will ich gar nicht hin. Ich will eigentlich hier unten hinlaufen, oder? Und das hier vielleicht noch aufdecken. Ich sehe uns schon alles Küten erobern. Einmal hier links rüber, ja? Oder einmal an denen vorbeirennen. Landmarke entdeckt! Die Alpen? Nein! Die Alpen liegen doch noch nicht da, wo die Perser leben. Nochmal 2 Legitimität. Und wie nennen wir sie? Die Alpen. Noch ein kleines Gebirge hier. Wie heißen wir, Leute? Wie heißt das Gebirge? Oben sind die Himmelshörner. Wisst ihr was? Oben ist der Himmel und unten ist die Hölle. Und wir wollen den Sküten, die hier unten sind, demnächst die Hölle auf Erden bereiten. Wir wollen, dass ihre Städte brennen, dass ihre Lager abgefackelt werden, dass ihre Krieger als Leichen hinunterfahren ins Unterreich und dass wir die Städte bauen werden auf den Ruinen ihrer Dörfer. Ich bin dafür, wir nennen sie, oben haben wir die Himmelshörner und hier unten haben wir irgendwas mit Hölle. Wer ist mit den Höllenhufen? Oben haben wir die Himmelshörner und unten die Höllenhufe. Himmelshörner, Höllenhufe. Wer ist dafür? Höllenhufe? Nickt ihr mir das ab? Einverstanden? Einmal die Höllenhufe. Da sind wir. Und jetzt können wir noch ein bisschen drumherum ziehen. Hier vorne können wir noch Geld bekommen. 54 Geld. Das ist verdammt viel in dieser Spielphase. Einmal hier drauf. Einmal die Pferde einsammeln. Je weiter wir wegziehen von der Startstadt, desto geringer werden potenziell die Erträge. Und irgendwann können wir auch gar nichts mehr einsammeln. Hier haben wir Wasser erstmals entdeckt. Wir haben noch 6 Bewegungspunkte. Wir wollen das blocken, aber das ist mal, schau mal hier, das ist die Karte. Und ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, das ist der Kartenrand hier oben. Ich glaube, hier oben liegt nichts mehr, sonst wäre das nicht so scharf abgeschnitten hier. Das ist meine Vermutung. Ja? Guck mal, wir können so auch alles anzeigen, was wir bislang erlebt haben. Schaut mal. Cool, ne? Das sind so die kleinen Dinge, die man an VX-Spielen lieben kann, wenn man sie einmal entdeckt hat. Wir können das sogar exportieren als ein GIF. Dann können wir uns das anzeigen lassen. Das kann man auch hochladen, auf Social Media teilen, auf unserem Discord-Server teilen, wo auch immer hier. Super cool.
Wisst ihr was? Ich werde das am Ende des Streams heute exportieren und werde das bei uns im Forum, ja, auf dem Discord-Server mal posten. Mit einem Spoiler-Hinweis allerdings. Nehme ich mir vor. Wer erinnert mich am Ende des Streams heute dran, dass ich das machen soll? Hand hoch, ich werde es vergessen. Ich brauche drei Leute, die spontan sagen, WB, ich erinnere mich dran. Da ist der Link auf unserem Discord-Server. Ach, wir haben im Augenblick da eine Verlosung am Laufen. Das erzähle ich euch in der nächsten Pause, weil das hilft den YouTube-Leuten gerade nicht weiter. Also ich glaube, hier ist Kartenrand. Wisst ihr, warum man normalerweise Kartenrand erkennt? Dass der Fog of War anders aussieht. Der Fog of War hat normalerweise so Blitze dann hier drin. Das ist nicht der Kartenrand. Kartenrand erkennt man an Blitzen. Dann schlagen überall so Blitze ein. Das ist der nicht. Es geht weiter. Barbaren. Das ist noch nicht mal ein... Das ist noch nicht mal ein Stamm. Das sind nur Barbaren hier. Und das sind Plänkler. Nahkampfeinheiten. Fernkampfeinheiten. Je weiter man irgendwie Fernkampf macht, je mehr Geländefeldern, desto größer ist der Malus, den man dabei hat. Und wenn man Fernkampf macht auf Wälder, hat man in der Regel einen Nachteil. Und die selber stehen natürlich nicht auf einem Wald. Aber wir hier haben noch einen Aktionspunkt gleich. Wir können von hier aus drauf feuern, dann würden wir auch XP bekommen. Ich frage mich gerade, wenn wir ein Feld daneben ziehen, ob wir dann noch... Ich glaube, da kann man noch angreifen. Ich würde aber gerne auf ein Waldfeld ziehen. Ist das Wald hier? Nein. Das ist Wald. Nee, das ist Gebüsch nur. Das ist Stadtgebiet. Wie haben wir Bonusse im Kampf? Auf Waldfeldern, wenn wir auf Wald angreifen, sind wir schwächer, auf Gebüsch auch. Und das ist egal, das betrifft uns nicht, Infanterie. Könnte von hier aus feuern, aber wir sind sehr weit entfernt. Aber hier haben wir eine gute Deckung. Das ist auch nur Gebüsch. Wir bräuchten, das wäre Wald hier. Wir könnten hier uns hinstellen und von hier aus immer auf die schießen, bis die weg sind. Oder von hier aus sogar gleich auf die kämpfen. Können wir noch einmal schießen? Ich glaube ja, oben links gibt es eine Kampfvorschau. Wir haben einen Generälen, das ist immer 5% Angriffsstärke. Also das Schwertsymbol ist Angriffsstärke. Das Schildsymbol ist Defensivstärke und dann gibt es noch so ein allgemeines Zeichen, das heißt Angriff und Verteidigungsstärke auf einmal. Wir greifen den Plänkler an und wir haben 3,4 Angriffsstärke und wir haben 4,3 Verteidigungsstärke. Das ist unsere Angriffsstärke. Wir haben einen Angriffsentfernungsmalus, den nehme ich in Kauf, weil wenn die müssen entweder gleich rausziehen oder werden uns auch, also die werden wahrscheinlich aus zwei Feldern Entfernung uns angreifen und auch eine Schwäche haben. Auf dem Stadtfeld haben wir einen kleinen Bonus und so weiter. Und hier seht ihr, wie langsam die leiden. Wir greifen die einmal an. 10 XP und 4 Trefferpunkte haben die verloren. Ich weiß auch nicht, ob die ausheilen auf dem Geländefeld. Das müssen wir uns gleich mal angucken hier. Ja, beenden. Wir hätten noch 2 Aktionspunkte. Die nutzen wir aber nicht. Wie geht's in der ersten Stadt? In 2 Runden der nächste Kundschafter. In der Stadt hier unten in 5 Runden ein Arbeiter. Alles klar, eine Runde weiter. Siehst du? Wir haben nur einen Trefferpunkt oben verloren. Wir haben in Kauf, ein zweiter Barbar steht neben denen. Und das ist aber eine Nahkampfeinheit. Das ist, glaube ich, ein Krieger, ein Plünderer. Das ist eine Nahkampfeinheit. Das ist doof, weil ich glaube, wenn wir neben dem stehen, haben wir einen Nachteil im Kampf. Ich bin mir nicht ganz sicher. Lasst uns mal versuchen, aus dessen Reichweite rauszukommen. Der verlässt wahrscheinlich den Ort nicht. Wir bauen hier, gleich kaufen wir hier noch eine weitere Militäreinheit. Wir könnten, wir können auch von hier aus kämpfen. Nee, lass mal kurz nachdenken, wie wir das machen. Ich würde ein bisschen, lassen Sie mal versuchen, runter zu locken. Und dann können wir nachher von dem wegziehen. Das ist seine Kontrollstärke, das Rote.
Da würden wir 8 Trefferpunkte Schaden machen, da 8. Da könnte der von oben allerdings auch uns feuern. Und da haben wir nur, da haben wir keinen defensiven Bonus mehr. Wisst ihr was? Wir lassen den mal auf uns kommen und versuchen, den hier unten hinzulocken. Ich weiß nicht, ob der uns folgt. Wir hoffen mal, dass der uns folgt. Wir ziehen mal auf das Waldfeld hier drauf. Und hoffen, dass der uns folgt. Wir experimentieren mal rum ein bisschen. Und wir können mittlerweile, weil wir XP gesammelt haben, mit weniger Militärstärke als vorher eine Beförderung durchführen. Wir können machen, kostet uns einmal 30 Militärpunkte und wir können uns holen Kampf 1, Fokus 1, Hochländer oder Waldläufer. Wir stehen gerne mit dem auf Wäldern. Und das sind plus 25 und da seht ihr so ein Symbol und das beinhaltet sowohl gekreuzte Schwerter als auch ein Schild. Das heißt, es ist ein Symbol für Kampfstärke allgemein. Das heißt für Angriffs- und für Verteidigungsstärke. Das heißt, wenn wir viel mit dem von Wald kämpfen, ist das genial. Einmal Waldläufer. Ja? Liebe Grüße an Castor Troy. Nur wegen dir mache ich das. Weil du tatsächlich gerade, lass mich mal zählen, 11 Ausrufezeichen gepostet hast. Ganz im Ernst, hättest du nur 5 gepostet, nur 5 Ausrufezeichen, hätte ich es vielleicht erwogen. Hättest du 3 Ausrufezeichen gepostet, hätte ich das niemals gemacht. Aber weil du 11 Ausrufezeichen gepostet hast, Blumen aus dem Chat, bitte für Castor. Castor hat die magischen 11 Ausrufezeichen gepostet. Und Stammzuschauer wissen das. Wenn man WB irgendwas sagt, man postet 11 Ausrufezeichen, musst du das machen. Das ist wie eine Fernsteuerung. Ja, Stammzuschauer wissen Bescheid. 11 Ausrufezeichen sind der Weg in mein Herz. So hat Gabi mich damals bekommen. Die hat gesagt, hab mich lieb. Hat 11 Ausrufezeichen darunter gepostet. Danach war ich dahingeschmolzen und lag in ihrem Banne. So, im Ernst. Einmal Waldläufer. Verbraucht einen Aktionspunkt. Genau. Und das ist deshalb ganz gut, weil wir das gemacht haben, weil wir können in einer Runde entweder uns befördern oder angreifen. Beides nicht. Also wenn wir das durchführen, haben wir danach, können wir danach mit der Einheit nichts mehr machen. Deshalb ist das gerade eigentlich eine geniale Aktion gerade hier. So, und hier schauen wir, dass wir noch mehr Ressourcen einsammeln und hier noch einen Bogen drumherum schließen. Langsam können wir hier auch wieder Geld einsammeln. Wir ziehen hier links rum und gucken, was hier ist. Wir ziehen einmal hier drauf. Küste. Küste und sonst nichts. Wir ziehen einmal auf den Hügel. Eine Ruine, Leute! Eine Ruine! Ein Event! Daumen drücken, dass es was Gutes ist. Daumen drücken! Wenn wir ganz viel Glück haben, bekommen wir ein Item, das gibt es ganz, ganz selten im Spiel. Das ist das Item der 11 Ausrufezeichen. Und wenn man das hat normalerweise 3 Aktivierungen. Das kann man 3-mal einsetzen, um einen KI-Herrscher seiner Wahl zu einer diplomatischen Aktion seiner Wahl zu zwingen. Also man kann damit zum Beispiel einen KI-Herrscher dazu zwingen, dass er einen heiratet. Ja? Zum Beispiel. Oder dass er seinen Namen ab jetzt nicht mehr groß, sondern klein schreibt. Nur als ein Beispiel mal. Einmal hier drauf. Ah, leider nur die 9 Menschen und nicht das Item der 11 Ausrufezeichen. Auf einer kleinen Urwaldinsel vor der Küste finden unsere Entdecker tief zwischen dem blättrigen Gestrüpp eine Höhle. Im Inneren sind in flachen Gräbern die Knochenüberreste hunderter uralter Dorfbewohner vergraben. Ihre Skelette sind viel kleiner als die von Menschen. Eure wissenschaftlichen Berater sind erstaunt. Handelt es sich hierbei um das Zeugnis früher Vorfahren oder verbirgt sich hinter dem etwas weitaus Düsteres? Was könnte es sein? Ist es? Wollen wir alle Relikte dieser Kreaturen vernichten? Dann wäre mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit König Kyros ab jetzt verflucht ab dem nächsten Jahr. Oh Gott. Nein, ich will nicht verflucht sein. Oder laufen wir einfach weg. Sammeln 20 XP, nehmen die Beine in die Hand und geben Fersengeld. Das könnten wir machen, hätte König Kyros bereits die
Forschung, Entdeckungswesen freigeschaltet, hat er leider nicht. Dann gibt es einen fetten Bonus auf alles Mögliche. Und dadurch bekäme er einmalig 5 Legitimität. Die brauchen wir nicht. Wir haben jetzt schon 31, das ist Quatsch. Liebe Leute, ich bin nicht, ihr wisst es, ich bin nicht feige. Ihr wisst das, ja? Also ich kenne niemand, der gesagt hat, jemals gesagt hat, ich sei feige und der das überlebt hätte. Insofern würde ich sagen, wir verlassen diesen unglückseligen Ort hier. Alles richtig gemacht. Wir laufen weiter Richtung Osten. Hier müssen wir bleiben überall kleben in Hügeln und Bergen. Das ist doof. Ja, beenden. 7 Aktionspunkte gehen verloren und werden in Geld umgewandelt. Höchste Zeit, dass wir die nächsten Arbeiter und den nächsten Kundschafter haben. Und in 3 Runden die nächste Forschung und bald den nächsten Siedler. Eine Runde weiter. Die ruhige Erde. Trotz ihrer adeligen Stellung verbringt unsere Gemahlin ihre Zeit am liebsten im Garten, um Lebensmittel für die königliche Familie anzubauen. Jetzt bittet sie euch um ihren eigenen Garten, den sie pflegen kann. Was sollen wir tun? Wir geben ihr einen Garten außerhalb des Palastes, verlieren 240 Gold und sie gilt jetzt als Landwirtin. Und das wiederum bedeutet, in der Stadt, in der sie Statthalterin ist, geben alle Bauernhöfe und alle Haine, Haine werden ihr später freigeschaltet, also diese Geländemodernisierung, 50% höhere Erträge. Und das ist sehr gut, denn sie ist Statthalterin. Sie ist gar keine Statthalterin. Sie ist Generälin, ne? Wir könnten überlegen, sie in einer neuen Stadt zur Statthalterin zu machen. Denn da wollen wir viele Bauernhöfe bauen. Und sie würde Ansehen gewinnen. Was würdet ihr davon halten? Sollen wir das nicht machen, Leute? Was haltet ihr davon? Danke an Jet to Space. Was haltet ihr davon? Wisst ihr was? Wir minimieren das mal. Sie ist im Augenblick hier vorne unterwegs, wenn uns nicht verfolgt, als Generälin. Und als Generälin gibt sie welche Bonusse? Mehr Erfahrungspunkte und geringfügige Angriffsstärke. Wir können den Kampf mit ihr noch machen, aber wenn hier unten, im Augenblick noch nicht, aber hier unten, wenn wir ja wollen, wir viele Bauernhöfe bauen. Und wenn sie hier dann irgendwann wäre als Statthalterin, wir haben niemand mehr, wir können ja keinen Statthalter zuweisen, weil wir noch keine Garnison gebaut haben, die kommen erst später ins Spiel. Wir geben ihr mal den Garten. Das ist ja eine positive Geschichte. Geld haben wir genug. Wer weiß, was noch ein schönes nächstes Event kommt. Hier haben wir den Steinbruch gebaut. In Bulopolis ist der nächste Speer entstanden. Ab jetzt können wir unsere XP vernünftig verwenden. Und wir suchen, was bauen wir als nächstes? Wir wollten noch eine Militäreinheit bauen, um in den Angriff zu gehen. Wir könnten hier vorne noch einen Steinhauer machen. Dadurch bekämen wir einen Spezialistenpunkt mehr. Hier vorne kämen wir dichter ran an die Viehweide. Da würde nur wie viele Runden dauern? 3 Runden. Oder eine Militäreinheit würde dauern, ach, das ist zu viel. 8 Runden würde die dauern. Das ist unfassbar viel. Später kann man sowas beschleunigen. Die Stadt hier ist von ihren Werten hier sehr gut bei der Produktion von solchen Einheiten. Über Wachstum und sehr gut bei solchen Einheiten. Aber die hat ganz geringe Militärwerte. Wir müssten eine Stadt haben, die wir pushen mit Militärgebäuden, die dann so viele Ausbildungspunkte generiert, dass wir wirklich in schnellem Tempo Militäreinheiten bauen. So ist das gerade total verschenkt. Später im Spiel, ich kann euch das mal zeigen, können wir Einheiten auch beschleunigen. Da gibt es hinter mir zu sehen 4 Möglichkeiten, Einheiten zu beschleunigen. Dafür brauchen wir bestimmte Voraussetzungen. Dafür brauchen wir nur die Kulturstufe aufblühend. Das ist die nächste. Die haben wir in 13 Jahren. Dann müssen wir einmalig 290 Stadtkapital ausgeben und einmalig 16 Zufriedenheitspunkte ausgeben. Und dann wäre die Einheit sofort komplett da. Das kann man einmal machen.
Dafür brauchen wir allerdings andere Sachen. Wir brauchen eine Staatsreligion und das Oberhaupt muss Fanatiker sein. Dafür brauchen wir einen heiligen Krieg und eine Religion. Dafür brauchen wir ein bestimmtes Gesetz, das heißt Freiwilligenheer. Dafür brauchen wir die Religion und noch andere Geschichten. Das können wir schnell machen. Aber das können wir erst machen in 13 Runden. Das heißt, mein Vorschlag wäre, dass wir 13 Runden abwarten und dann einfach so ein oder zwei Einheiten hier beschleunigen. Und dafür ein bisschen Unzufriedenheit in Kauf nehmen. Das finde ich viel, viel besser als alles andere. Robby, vielen Dank. 26 Monate dabei. Grüße an Robby. Danke dir. Das halte ich eigentlich für eine gute Idee. Und in der Zwischenzeit bauen wir hier noch einen Arbeiter hin. Denn wir brauchen, damit wir hier schneller vorankommen und die neue Stadt bekommt ja gleich einen neuen Siedler. Wir machen noch einen Arbeiter schnell hinterher. Okay. Den Krieger nehmen wir hier wieder raus. Übrigens, wenn man eine Einheit beschleunigt durch so eine Aktion, ist die nicht in derselben Runde da, sondern immer erst in der nächsten Runde. Das heißt, wenn eine Einheit nur oder wenn ein Bauprojekt nur wenige Runden braucht, es ist Unfug, die zu beschleunigen, weil man dann in dem Fall, wenn man den Arbeiter beschleunigen würde und der würde so 3 Jahre dauern, dann würde der danach immer noch 1 Jahr dauern und nicht 0 Jahre. Mit dem Scout rennen, was war mit dem hier? Hatten wir die, wir könnten noch einen Steinbruch bauen hier, im Augenblick produzieren wir 7, 2 nebeneinander. Ich setze mal testhalber hier drauf, schaut mal. Der Steinbruch daneben wird immerhin auch schon mal 7,5 geben. Der gibt euch den Berg 40% und 10% durch den nächsten. Das ist aber nicht allzu viel. Wir könnten hier hingehen. Das wird uns... Ja, nee, für den Hain, wir müssen erst den Hain freischalten. Da bräuchten wir auch einen Hain für. Wir könnten Minen bauen, um Eisen zu produzieren. Wir könnten noch einen Bauernhof. Können wir Kornspeicher schon bauen? Wir können doch keine Kornspeicher bauen. Nahrung haben wir genug. Wir brauchen nicht zwingend noch einen Bauernhof. Ein Vor gibt uns auf. Brauchen wir ja auch nicht. Das ist Quatsch. Was machen wir mit dem? Wir könnten den auch runterschicken. Weil hier unten können wir sehr schnell tolle Sachen machen. Der ist schnell unten. Wir würden mit 2 Einheiten hier unten arbeiten. Die Bauernhöfe würden hier extrem profitieren. Hier könnte man einen tollen Steinbruch hinsetzen. Das wäre eine Option. Oder wir setzen hier noch weitere Steinbrüche hin. Wir könnten auch... Wir haben kaum noch Holz. Wisst ihr, was wir mit dem auch machen können? Wir können den in neutrales Gelände reinziehen und den dann Holz schlagen lassen. Das geht zum Beispiel auch. Wir können, glaube ich, auch in eigenem Territorium Holz schlagen. Denn ich wette, das Feld hier, das werden wir sowieso überbauen. Und da könnten wir Holz schlagen. Weil man kann bestimmte Gebäude nur neben Stadtfeldern draufstellen. Und man braucht mehrere Stadtfelder daneben. Also hier werden wir nie unten mal ein Sägewerk hinsetzen. Das wäre eine Option. Wir gucken mal, was wir an städtischen Gebäuden schon freigeschaltet haben. Wir setzen das neben 2 städtische. Wir können Pyramide hier bauen mit 600... Eine Weltwunder gegen 600 Steine. Es wird uns 2 Siegpunkte geben und wir könnten ab jetzt jedes Gesetz 50% billiger erlassen. Es wäre ein sensationelles Weltwunder. Das wäre super toll. Das wäre absolut genial. Weltwunder sind geblockt. Wenn einer ein Weltwunder beginnt, können die anderen das nicht weiterbauen. Es gibt bei Partie Stadt wird ausgelost, wie welche Weltwunder gebaut werden können in dieser Partie. Und die sind immer... Und es sind immer pro Zeitalter. Pro Zeitalter? Nee, Entschuldigung, pro Kulturstufe einer Stadt, glaube ich, immer 3. Ach, Daniel, was machst du denn hier? Hier oben, hier sind die Weltwunder. Das hier sind die unbedeutenden Weltwunder. Die kann man also bauen, die 5 in Städten der untersten Kulturstufe. In einer aufblühenden Stadt kann man die Nekropole bauen. In mächtigen Städten die zweithöchste Kulturstufe. Die 3 Gebäude und legendäre Städte hat man erst ganz am Ende. Und es sind ungewöhnlich viele
einfache Weltwunder wurden ausgelöst. Und die Pyramiden finde ich extrem cool. 50% weniger Kosten zum Erlass eines Gesetzes bedeutet, die Gesetze sind hier. Man kann immer zwischen zwei Gesetzesalternativen wählen. Das wir haben 5 mal 3, 15 Gesetzesalternativen, die man im Laufe der Zeit freischaltet, durch Forschung oder durch Events. Und man kann immer eins von beidem nehmen. Und wenn man eines der beiden nimmt, bekommt man immer einen Bonus, der ist oft auch gekoppelt, oft aber nicht immer gekoppelt mit einem Malus. Und für das einmalige Erlassen eines Gesetzes muss man Stadtkapital ausgeben. Das ist die Ressource hier oben. Das wird also aus dem Pool abgezogen. Und wenn man die Pyramiden gebaut hat, dann kostet das immer nur die Hälfte von dem Stadtkapital, das man sonst ausgeben müsste, das Erlassen eines Gesetzes. Und da man Stadtkapital zum Beispiel auch braucht für so gut wie alle diplomatischen Aktionen, ist das ein relativ mächtiges Weltwunder, weil es einem die Option in die Hand drückt, ständig diplomatische Aktionen durchzuführen. Ja? Kann man also machen. Die Frage ist nur, kommen wir an so viel Steine? Die müssen für extrem teuer Geld kaufen. Wir versuchen es mal. Kämen wir auf 600 Steine? Und danach wären erstmal alle Steine futsch und Geschichte hier. Ja? Wenn wir die Alt-Taste gedrückt halten, dann können wir alles, im Augenblick wird uns ja angezeigt, wir haben keine 600 Steine. Wir bräuchten 2442 Gold, um die zu kaufen. Drücken wir die Alt-Taste, dann wird uns alles, dann könnten wir das in einem Rutsch kaufen, hätten wir das Gold, haben wir nicht. Dann würde ich sagen, wenn wir auf Weltwunder schielen, dass wir doch mal anfangen, runterzuziehen und hier Steinbrüche hinsetzen. Das würde ich machen. Weil das finde ich alles im Augenblick eher langweilig. Ich würde hier unten hinziehen, hier einen Steinbruch, hier sind zwei Berge nebeneinander. Hier kann man geniale Steinbrüche machen. Ja? Und auf dem Weg dorthin könnten wir noch irgendwo Wald entfernen. Wir ziehen mal hier runter. Hier kann man auch Wald entfernen. Nicht Wald entfernen, das ist Wald neben einem Fluss. Da kann man später gut ein Sägewerk draufsetzen. Das Holzertrag in Sägemühlen neben Flüssen hat einen Bonus. Wir können einmalig mit einem Aktionspunkt Wälder fällen. Dann wird es nicht zum Ödland, sondern das wächst dann nach, über Zeit. Einmal Wälder fällen, einen Aktionspunkt und einmal 20 Holz bekommen. Wir könnten jetzt noch das komplett roden. Habe ich aber keine Motivation, dann wird der Wald nie mehr nachwachsen, würde ich nicht machen. Wir könnten auch noch mehr Ressourcen verkaufen, ja, aber wir haben sehr wenig, das wird sich nicht lohnen. Und hier wollten wir den Kollegen angreifen, aber ich würde am liebsten über Wald halt angreifen. Das würde gerade nicht klappen. Wir greifen nochmal von hier aus an. Wir riskieren was. Wir versuchen erst den Infanteristen. Der hat schon wieder teilweise ausgeheilt. Wir greifen den hier an. Der soll kommen. Wir haben uns ja deutlich verbessert. Könnten noch 180 ausgeben für eine weitere Beförderung, aber jetzt nicht. Da gibt es einen Cooldown. So, und jetzt sind wir unterwegs mit dem zweiten Scout und den wollten wir schicken, entweder nach Osten oder nach Westen. Wir werden wahrscheinlich Kriege haben mit den Skythen und deren Städte erobern. Ich würde den auch mal hier nach links schicken und gucken, was wir da so alles entdecken. Wahrscheinlich sind hier noch Ruinen. Hoffe ich mal drauf. Wir pokern mal auf Ruinen, die wir hier finden. Eine weitere Einheit. Einmal auf Hügel weit gucken. Ja. Hier würden wir einmal 9 Nahrung uns holen. Da gebe ich keinen Aktionspunkt mehr für aus. Hier können wir einmal hinziehen oder auf den Hügel und weit gucken. Wir haben noch ein Dorf des Skythen entdeckt. Und das hier vorne,
Da können wir 8 Kultur für Wolkenweide sammeln. Ist weit weg, das sind die Kulturerträge nicht groß, aber ist schon hilfreich. Geht nicht, weil wir insgesamt keine Aktionspunkte mehr haben. Deshalb können wir auch die Bewegungspunkte nicht mehr nutzen. Wir können nur den einmal skippen und ein Jahr weitermachen hier. Ja.